Digitale Zwillinge ist ein Modellprojekt der Städte Leipzig, München und Hamburg für den Einsatz und die Erhebung digitaler Daten, zum Beispiel für eine moderne Bürgerbeteiligung. Im Gespräch mit Elisabeth Breitenstein und Mirko Mühlpfurt von der Stadt Leipzig bespreche ich das Projekt, dessen Ziele und konkrete Einsatzszenarien für BürgerInnen. Hier ist ReTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Hallo Frau Breitenstein, hallo Herr Mühlpfurt, ich grüße Sie. Hallo. 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 Ja, vielen lieben Dank, dass es heute geklappt hat mit uns und der Vorstellung Ihres Projekts. Bevor wir dazu kommen, vielleicht einfach für unsere ZuhörerInnen eine kleine Vorstellungsrunde, wer Sie sind und dann auch, was das CAT-Projekt, womit es damit auf sich hat. Mit wem wollen wir beginnen? Ladies first, würde ich sagen. Genau, ich mache den Anfang und du leitest dann über zum CAT-Projekt gleich. Ja, hallo, mein Name ist Elisabeth Breitenstein. Ich arbeite im Referat Digitale Stadt in der schönen Stadt Leipzig und bin gekommen für das CAT-Projekt als Wissensmanagerin. Ja, hallo von mir nochmal. Ich bin der Mirko Mühlpfurt, Referat Digitale Stadt. Wir sind ein Referat hier in der Stadtverwaltung, angesiedelt im Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales. Ich bin hier seit der Aufbauphase 2019 tätig und hier Teamleiter für digitale Infrastrukturen und urbane Daten. Das klingt ja schon mal sehr zukunftsorientiert und auch sehr spannend. Und nun wollen wir heute über das CAT-Projekt sprechen, Connected Urban Twins. Ein wunderbar englisches, wunderbar englische Abkürzung oder wunderbar englisches Projektbezeichnung. Was hat es denn damit auf sich? Das CAT-Projekt ist ein Projekt des Referates Digitale Stadt. Hier geht es um urbane Datenplattformen und digitale Zwillinge. Es ist ein mehrjähriges Projekt, das gefördert wird vom Bundesministerium des Inneren. Begonnen hat es dieses Jahr und läuft bis 2025. Drei Städte sind daran beteiligt, Hamburg, Leipzig und München. Und zentral geht es darum, eine Datenkompetenz in den Städten aufzubauen. Das heißt einmal technologischer Seite her, dass wir kommunale Datenplattformen entwickeln und digitale Zwillinge möglichst auf einer Open-Source-Basis und gleichzeitig aber auch eine Kompetenz aufbauen bei den Mitarbeitenden hier in der Stadtverwaltung und in der Zivilgesellschaft, um die Themen Digitales und Daten verstehbar zu machen. Das erstmal so ganz grob, um was es da geht bei dem Projekt. Bei dem Projekt. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir über digitale Zwillinge sprechen? Also heißt das, dass eine Stadt quasi das Projekt ein Stück weit voranträgt in irgendeine Richtung, die Daten für sich verwendet und die anderen das dann ebenfalls tun können? Oder wie kann ich mir das, also wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den drei Städten? Also die digitalen Zwillinge sollen auf einer gemeinsamen technologischen Basis entstehen. Das ist erstmal ein sehr generisches Modell. Das heißt, soll vollständig beschrieben werden in den Schnittstellen und technischen Komponenten, so dass dann jede Stadt für sich selber mit ihren eigenen Daten diese Zwillinge betreiben kann. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Abbild einer Stadt, aber es ist gleich noch viel mehr, weil man nicht nur sozusagen die Gebäude und Infrastrukturen der Stadt erkennt, sondern auch gleichzeitig Änderungen vornehmen kann, also praktisch wie eine Art Sandkasten versuchen kann für Verkehr oder für Klimathemen oder Bauen und Infrastrukturthemen Simulationen fahren kann, bestimmte Zustände vorher sich überlegt und abgleicht und man auch so ein bisschen die Wechselwirkungen erkennt zwischen verschiedenen Fachlichkeiten, also einmal beim Bauen und bei Klimathemen oder auch in Konkurrenzsituationen zu anderen Fachlichkeiten. Das ist vielleicht auch noch so eine Besonderheit an dem Projekt, dass das eben nicht nur Leipzig ist, sondern wir sind drei große Städte, also Hamburg, München und Leipzig. Und schon allein die Tatsache, dass das eben
dass das ein Projekt von drei großen Städten ist, die das gemeinsam angehen, kann schon aufgrund dieser Größe, können Standards gesetzt werden in dem Bereich digitale urbane Zwillinge. Das ist schon auch so ein ganz, ganz besonderer Punkt an dem Projekt. Ja, das glaube ich. Und ist es dann, wenn ich jetzt eine kleinere Stadt bin, zum Beispiel Dresden ist ja auch einwohnerzahlenmäßig ein Stück weit kleiner und sowas, ist das so einfach adaptierbar oder gibt es da noch Sachen, die man da bedenken muss oder weiterdenken muss? Also das ist schon auch Ziel des Projekts, dass das, was wir hier erarbeiten, sowohl technologischer Seite als auch, das ist ja nicht nur die Technik, sondern die Frage sind ja auch immer die Anwendungsfälle oder hier auch bei uns in dem Projekt die Bürgerinnenbeteiligung. Also Ziel ist schon, dass all dieses Wissen, was wir hier generieren, übersetzt wird und nach außen gegeben wird und auch replizierbar ist. In welchem Format das replizierbar sein wird, ne? Wird das jetzt über eine Capability Map laufen oder ne, über Open Coding? Das werden wir sozusagen alles noch klären und überlegen, wie kann man das nach außen tragen. Aber es ist absolutes Ziel des Projekts, dass diese Zwilling nicht nur in Hamburg, Leipzig und München bleibt, sondern die Ergebnisse und das, was wir tun, replizierbar sind. Genau, kein Großstadtprojekt, was sich nur Großstädte leisten können, sondern es soll tatsächlich auch mit den Städten in der Metropolregion geteilt werden. Und die entwickelte Lösung soll insofern auch mandantenfähig sein, so dass auch kleinere Städte hier mit auch möglicherweise auf geteilten Infrastrukturen, also dass man halt anbietet als größere Stadt im Gebiet, da auch eine Lösung sich überlegt, dass man auch mit den Daten dann der anderen kleinen Städte hier einen Zwilling hat. Das klingt sehr spannend. Das finde ich auch sehr, sehr positiv, ne? Dass das Projekt wirklich dieses Ziel hat, dann das auch weiterzugeben und dass es dann nicht auch jede Stadt für sich selbst entwickeln muss oder erfahren muss, wie sie das dann halt aufnimmt, wie die Daten verwertet werden und so weiter. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da sind wir ja auch so ein bisschen schon bei dem Thema Wissenstransfer. Das ist ja Ihr Steckenpferd, Frau Breitenstein, ne? Ja. In so einem großen Projekt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz viele Chancen gibt, die man ergreifen kann, aber auch sehr, sehr viele Herausforderungen, vor denen man steht und die man erstmal lösen muss. Können Sie darüber vielleicht ein bisschen berichten? Weil ich vermute, das ist auch unter unseren ZuhörerInnen, wenn man mal wenn man ihr Modell auch mal auf größere oder mittelständische Firmen adaptiert, da ja auch verschiedene Standorte gibt, da gibt es Barrieren, da gibt es kommunikative Herausforderungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in so einem großen Projekt ähnlich ist. Ganz gewiss, das kann ich so bestätigen. Und ich würde es auch wirklich als Herausforderung und nicht als Schwierigkeit bezeichnen. Und auch nochmal die Begrifflichkeiten schärfen. Also das Besondere an dem Projekt ist, dass es ja nicht nur darum geht, das Wissen nach außen zu tragen, sondern auch innerhalb des Projektteams das Wissen intern abzubilden. Wir haben da so drei Säulen draus gemacht bei uns. Wir sind einzelne Maßnahmenpakete in dem Projekt, insgesamt fünf. Und für uns ist sozusagen das interne Wissensmanagement bildet das Projekt interne Wissen ab, die Wissensflüsse, das steht vor besonderen Herausforderungen. Dann geht es natürlich auch darum, wie können wir dieses Wissen übersetzen, aufbereiten und nach außen geben an die interessierte Öffentlichkeit, an Forschung und so weiter. Wie müsste das nach außen kommen? Und dann natürlich der dritte Punkt, über den wir schon geredet haben, was müssten Städte an die Hand bekommen, was müssten die wissen, um das zu replizieren? Und ersten Schritt, das Projekt ist ja noch verhältnismäßig jung, sozusagen mitten in der Storming-Phase, wenn man das so will, geht es viel darum, das interne Projektwissen abzubilden, also Wissensmanagement wirklich im internen Sinne zu betreiben. Und da gibt es schon, also da ist schon einfach die größte Herausforderung, die Gruppe. Also ne, wir sind eine ganz ein großes Projektteam von irgendwie fast 60 Menschen und die sitzen in drei Städten. Zwei Städte davon sind Landeshauptstädte irgendwie und eine Stadtstadt. Und darin gibt es dann wiederum, das ist nicht nur die Städte, sondern das sind dann wiederum verschiedene Ämter, Abteilungen, Forschungseinrichtungen, Universitäten. So, also das sozusagen, die sind alle schon sehr verteilt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das Projektteam selber extrem interdisziplinär. So, ne, wir haben also Geoinformatikerinnen, Soziologinnen, Städteplanerinnen und also das ist eine ziemlich bunte Gruppe. Das heißt, es muss nicht nur intern immer wieder eine gemeinsame Sprache gefunden werden, sondern auch nach außen geht es ja dann darum, das zu übersetzen und nach intern auch überhaupt
auch erstmal zusammenzukommen. Ne? Das ist ja, also man stellt sich das immer so schön vor und dann kommt man aufeinander und dann stellt man fest, irgendwie alle drei Städte arbeiten mit unterschiedlichen Programmen. So, ne? Also versuchen Sie mal ein Kanban-Board zu finden, mit dem alle arbeiten können. So, also das ist also so, also ganz so Banalitäten schon fast, über die man also, aber das ist halt die Projektrealität, das muss gelöst werden. Vor allen Dingen in der Zeit, in der A, die Arbeitswelt im Wandel ist und B, wir remote arbeiten alle zusammen. Und sind auch eine ganz interessante Beobachtung an Herausforderungen ist tatsächlich auch eine städtische Arbeitsweise, die ja verhältnismäßig statisch ist, die auf ein sehr beschleunigtes, digitalisiertes Umfeld trifft. Ne? Also wenn wir heute oder letztes Jahr von einem digitalen Zwilling reden, kann es eben in 3 Jahren passieren, dass unsere Vorstellung von einem Zwilling schon eine völlig andere ist. Und gleichzeitig geht es darum, das Projekt sozusagen und die Arbeitsweisen anzupassen und auch die Inhalte anzupassen. Und das trifft wie so aufeinander Beschleunigung auf städtische Arbeitsweise. Und also wenn ich das jetzt mal so subsumiere, sind das so die zentralen Herausforderungen, die wir gerade projektintern haben. Verschiedene Sprachen, Arbeitsweisen, Geschwindigkeiten, Arbeitsumfelder, Begriffswelten, Auffassungen. Und das alles muss sozusagen zusammengebracht werden. Nicht vereinheitlicht, das funktioniert nicht, sondern es geht darum, das irgendwie ein Verständnis füreinander aufzubauen, zusammenzubringen, Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Und das aber dann auch später irgendwann mal also in der Lage sein, das nach außen zu übersetzen. Ja, das glaube ich. Und würden Sie sagen, dass diese Herausforderungen, die Sie gerade genannt haben, dass Sie das für sich persönlich im Projekt schon annähernd gelöst haben? Und wenn ja, wie? Oder sind Sie da noch dran und sagen, dann haben wir noch Baustellen? Alle Smart-City-Projekte sitzen jetzt vor ihrem Laptop und denken, okay, was ist die Lösung? Nee, wir haben, natürlich gibt es nie einen Schlüssel. Also ich glaube, es geht auch darum, viel dran zu bleiben und zu diskutieren und irgendwie zu überlegen, was sind Lösungen, mit denen irgendwie, die zwar nicht perfekt sind, aber mit denen alle leben können, zum Beispiel. So, ne? Also Pragmatismus, ne? Ja, ne? Also man wird jetzt, also woran man sich schon gewöhnen muss, ist, dass diese 100% Lösungen, dieses irgendwie Perfektionismus bis en Detail, dass das nicht funktioniert. Also schon sowieso nicht in so einem Projektumfeld und man einfach auch manchmal damit Lösungen finden muss und gehen. Und also wir haben mit Wissensmanagement natürlich auch in der Art und Weise, wie wir besetzt sind, eine sehr interdisziplinäre Querschnittsfunktion. Und dadurch, dass auch das Team, was wir sind ein verhältnismäßig kleines Team im Vergleich zu den anderen Maßnahmen. Wir alle sind sehr interdisziplinär aufgestellt und können diese Übersetzungsfunktion auch gut übernehmen. Das ist schon, das ist also sozusagen personell erstmal ganz gut besetzt. Wir versuchen gerade eher so kleinere Formate zu finden, die schnell und konkret zu Ergebnissen kommen. Also wenn man sich so CAT, wir reden beim CAT-Projekt immer vom Eisbrecher, ne, dass der große 3-Städte-Verbund läuft los und macht einen digitalen Zwilling. Und wenn ich unser Wissensmanagement dann beschreibe, dann würde ich uns als Schnellboote beschreiben, die sozusagen versuchen in dieser großen Projekt-Meta-Version, die ja oft sehr unkonkret erstmal noch ist und in einer Storming-Phase und vieles findet sich noch und es gibt Differenzen und die werden ausgeräumt. Und wir versuchen sozusagen immer wieder partiell Sachen rauszugreifen und zu sagen, guck mal, hier haben wir schon was Konkretes, das können wir mal diskutieren und das können wir mal angucken. So, ne? Also konkrete Formate etablieren, die schnell und unkompliziert mal was darstellen können, auch neben natürlich einer Gesamtkonzeptentwicklung, die dann das große Ganze abbilden soll irgendwann. Aber jetzt gerade eben doch sehr lean gedacht auf der einen Seite und wir müssen und sozusagen immer versuchen, auch einen Überblick zu bekommen über das Projekt, was gar nicht so einfach ist, weil wir eben sehr klein sind und haben jetzt ein bisschen so, werden jetzt öfter mal als Joker gezogen, um methodisch zu unterstützen oder moderativ, so dass wir doch dann relativ viel mitbekommen aus den einzelnen Maßnahmen, indem wir diese eben unterstützen und genau. Und jetzt das Wissen transferieren, ne? Oder zumindest, dass sie erstmal schon mal wissen, wo Wissen da ist und das dann im Endeffekt auch transferieren können. Genau. Jetzt haben Sie ganz viel auch schon darüber, über die anderen Disziplinen gesprochen, die das Projekt noch inne hat. Welche sind das? Welche 5? Ne, wir haben 5 Maßnahmenbausteine in dem Projekt. Das Herzstück ist praktisch so die technische Schiene. Das heißt, dort wird die IT-Architektur definiert für den Zwilling und urbane Datenplattformen, VR-Anwendungen, Schnittstellen definiert. Das ist so technisch beschrieben, das Projekt. Das ist der Maßnahmenbaustein 1 unter der Federführung von Hamburg. Dann der Maßnahmenbaustein 2. Da geht es um Anwendungsfälle für den Zwilling. Das heißt, jede der 3 Städte challenged
so ein bisschen das Werkzeug Zwilling, in dem Anwendungsfälle entwickelt werden im Bereich Klima, im Bereich Gebäude, Energie, Verkehr und Infrastrukturplanung. Das geschieht unter der Federführung von der Stadt München. Der dritte Maßnahmebaustein ist der Bereich digitale Beteiligung. Das ist ein Leipziger, in der Federführung von Leipzig findet das statt. Hier geht es darum, digitale Planungsinstrumente auszuprobieren, Bürger zu beteiligen an das Projekt und Kompetenzen der Co-Kreation zu fördern. Der vierte Maßnahmenbaustein, da binden wir die Wissenschaft mit ein, die uns hier begleitet. Das ist einmal die TU in München, die Hamburg City Universität und die Universität Leipzig mit einem Bereich urbane Daten, Big Data und KI. Und der fünfte Maßnahmenbereich, das ist gerade, wo Elisabeth drüber gesprochen hat, das ist der Bereich Replikation und Wissensmanagement mit anderen Kommunen und auch intern für das Projekt. Ja, sehr hoch, sehr, sehr, also kann ich mir vorstellen, dass da sehr, sehr viele, was Sie auch erzählt haben, Frau Breitenstein, sehr, sehr viele Personen zusammenkommen und dass alle an einen Tisch, gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass es so viele verschiedene, auch teilweise sehr unterschiedliche Bereiche sind, die Sie mit abdecken. Das ist schon eine Herausforderung, das kann ich mir vorstellen. Und Sie hatten gesprochen, Herr Milford, gerade über die digitale Bürgerbeteiligung, die ja auch in Leipzig behandelt wird in Ihrem Projekt. Können Sie hier auch ein Stück weit einen konkreteren Anwendungsfall oder ein konkreteres Ergebnis sagen? Was soll am Ende rauskommen? Was kann der Einzelne oder der Bürger dann erwarten von dieser Bürgerbeteiligung? Na, wir haben es ja hier mit vielen Themen zu tun, insbesondere bei Klimathemen oder bei baulichen Themen, wo wir das Wissen der Bürger einbeziehen müssen. Ne? Das heißt, wir müssen nicht nur die Bürger informieren und zwar auf einer sehr niedrigen Stufe der Beteiligung belassen, sondern wir wollen ja die vorhandene Fachexpertise von Bürgern mit einbeziehen und teilweise ja auch mit an co-kreativen Prozessen beteiligen. Das heißt, wir entwickeln hier auf Basis einer Open-Source-Lösung, die aus Hamburg kommt, eine Beteiligungsplattform, wie man sie vielleicht auch schon vom Land Sachsen kennt oder von anderen Kommunen, wo man bei bestimmten städtischen Entwicklungsvorhaben, wie vielleicht hier in der Innenstadt, man möchte da so ein neues Gebäude bauen, eine Freifläche neu gestalten und will dann Anregungen einholen. Und das könnte man auf einem kartenbasierten Instrument tun. Da muss der Bürger noch nicht mal vor Ort sein, sondern das könnte das auch von zu Hause erledigen, sich dort einloggen und dann bestimmte Anregungen taggen bei bestimmten Plätzen. Dort möchte er gerne eine Parkbank hinhaben, hier möchte er das Gebäude anders gestaltet haben, schreibt einen Kommentar dazu. Und das Ganze soll so ein System ermöglichen. Das heißt, dass man sich einmal, wenn man sich sprachlich äußert oder einen Einwand gibt, zu sagen, was digital auswerten kann, als Bürgerbeteiligung oder auch so gestalterisch, also dass man bestimmte Varianten ausprobiert, dass der Bürger auch mal, was weiß ich, ein Gebäudeteil von links nach rechts verschiebt und sich das nochmal anders angucken kann, wie die Situation dort aussieht. Also das heißt, mit digitalen Instrumenten statt besser verstehbar machen, begreifbar machen und auch nachvollziehbarer machen, was hier geschieht. Und Sie sagten ja, dass das gibt ja schon Bürgerbeteiligungssysteme. Ist dann der große Vorteil von dem, was jetzt im CAD-Projekt noch entwickelt wird, dass ich eben, genau wie Sie gerade sagten, das interaktiver gestalten kann, vielleicht auch mehr kommunikativer, dass ich mit jemandem dann mich austauschen kann? Oder was ist der Vorteil gegenüber Systemen, die jetzt schon da sind? Genau, man holt nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Kommentarspalte praktisch eine Stellungnahme ein vom Bürger, wie man das ja oft machen kann bei formalen Beteiligungsverfahren, sondern man baut darum praktisch eine Art Konzept und erläutert das dem Bürger halt plastischer, ne? indem das halt auf einem 3D-System oder auf einem Kartensystem passiert, sodass er das auch einen ganz anderen räumlichen Eindruck hat von dem, was hier in der Stadt geschieht. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ne? Dieser Zwilling, so ein digitaler Zwilling, der funktioniert immer nach Anwendungsfällen. Ne? Also wenn ich baue zum Beispiel einen Zwilling nur im Hinblick auf
Gebäudesanierung und gucke mir an, was würde denn passieren, wenn wir in diesem Straßenzug jetzt tatsächlich mal alle Fassaden dämmen würden und die Fenster irgendwie noch mit einer Schicht mehr verglasen. Ne? Welche Auswirkungen hätte das auf die CO2-Bilanz einer Stadt? Und auf Basis dieser Daten, die da eingespeist werden können, auf der einen Seite und als Anwendungsfall, können eben Bürgerinnen genau diesen komplexen Simulationen nachvollziehen, ne, und können sich angucken, ach schau mal, Mensch, das wäre ja ein Wahnsinnssprung, den man hier sichtbar machen kann in einer reinen Simulation. Na, oder man zeigt auch Konfliktsituationen auf. Ne? Ich meine, es ist durchaus vorstellbar, dass es sehr radinteressierte Bürger gibt, die sagen, hier wollen wir überall Radwege hinhaben und sagen, die dafür die Flächen nutzen. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich Bürger, die auch doch eine andere Mobilitätsform präferieren. Dann sieht man, dass Fläche nicht beliebig teilbar ist, sondern dass Fläche irgendwo endlich ist und man kann das viel deutlicher erkennen, ne? Also, dass man die verschiedenen Meinungen und Meinungsbilder einholt und auch andere Bürger sozusagen und deren Lebenssituationen dort abbildet und nachvollziehbarer macht, als wenn man das nur in einer reinen, sagen, Eingabe macht, die man schriftlich zu einem bestimmten Planungsprozess gibt. Ja, finde ich gut. Und lernt das System auch, soll das System auch lernen? Also es gibt ja vielleicht auch schon Straßenzüge, wo das so und so passiert ist. Und weiß das System dann automatisch, okay, wenn das und das jetzt passieren soll, dann hat das die und die Auswirkung, oder ist das immer noch eine händische Geschichte, die dann ein Bearbeiter eingeben muss? Nee, das soll natürlich im Idealfall so geschehen, dass man halt praktisch Konfliktsituationen darstellt, wie dass sich bestimmte Situationen ändern vom Verkehrsfluss her, ne, und dass man erkennt, hier passiert was an dem Ort, hier ist ein anderer Fluss da oder bestimmte andere Entwicklungen im Bereich Klima, Hitzeentwicklungen könnten dort stattfinden. Das soll das System schon eigenständig lernen, Muster erkennen. Deshalb hatten wir ja erwähnt, dass wir auch die Wissenschaft hier mit beteiligen, insbesondere die Universität Leipzig mit dem KI-Forschungsbereich, wo man praktisch über solche Mustererkennungen schon sozusagen selbstlernend Algorithmen bildet, um hier bestimmte Situationen zu simulieren, ohne dass man vorher schon das alles eingegeben hätte. Ne? Ja, das System soll mit lernen und vor allen Dingen vielleicht auch im Bereich der Bürgerstellungnahmen wäre es ja auch sinnvoll, mit großen Texten umzugehen. Das heißt, man müsste versuchen, automatisiert auch mit Texten und Eingaben umzugehen, um bestimmte Ähnlichkeiten zu erkennen und ähnliche Aussagen zu filtern, was bisher aufwendig über Excel-Tabellen durch die jeweiligen Sachbearbeiter geschieht, indem man halt Bürgerstellungnahmen abgleicht. Aber das finde ich, also was ich so schön finde, dass das dann, wenn es einmal soweit ist, ne, dass das System dann automatisch da auch Sachen vorausplanen kann, Sachen aufzeigen kann und dass dem Bürger aber in der Gänze präsentiert wird. Ne? Wenn ich sage, Sie brachten ja vorhin das Beispiel von der Dämmung der Hausfassaden oder den Radwegen, ne? Dass ich dann genau sehe, okay, CO2, was hat das für eine Auswirkung aufs Klima, was hat das für eine Auswirkung auf den Verkehr? Und diese Ganzheitlichkeit, das ist in meinen Augen ein Riesenmehrwert, weil ich den im Moment meistens nicht habe. Meistens wird eine Komponente betrachtet, ne? Was jetzt meistens ja dann Verkehr, ne? Und okay. Und ich muss mir dann als Bürger das so ein Stück weit selber zusammensuchen, wenn ich das Interesse daran habe. Und dort könnte ich mir eben vorstellen, dass ich dann wirklich so dieses ganzheitliche Bild und allumfassend sehe, okay, was hat es denn für Auswirkungen nicht nur auf den einen Bereich, sondern auch auf den anderen Bereich? Genau, in der technischen Sprache sagt man ja immer dann, dass man die Objekte semantisch anreichert. Das heißt, ein Gebäude ist halt mit verschiedenen Daten hinterlegt, nicht nur, wo es steht, wie groß es ist und so weiter, sondern auch welche Energiewerte dort drin sind, demografische Aussagen zu den Bewohnern und so weiter. Also man reichert immer mehr sein eigenes Stadtmodell an mit anderen Daten und kann dann halt solche Simulationen fahren. Damit wird auch so ein Projekt, wie es jetzt eben mit CAD ist, ne, bekommt eine Deutungshoheit auch über Daten zurück. Ne? Also es ist sozusagen, die Städte stehen nicht mehr vor diesen ganzen Datensätzen, die ja jetzt auch über Jahre gesammelt wurden, sondern jetzt wird quasi konsequent geguckt, wie können wir mit den Daten umgehen und auch
ich hatte vorhin über die Standardisierung gesprochen, ne? Also so, wie kann man Datenkompatibilität, ne? Wie bringt man die zusammen? Wenn drei große Städte Standards setzen, dann, ne, würde sich das auswirken. Das heißt, also es entsteht so eine Interoperabilität zwischen Systemen, zwischen Datensätzen und so weiter. Also so, das ist ja auch das ist ja relevant in so einem Projekt, dass das eben kein privater oder Selbstzweck ist, sondern dass das durchaus auch darum geht, für die Städte souverän zu sein. Da wirklich einen Mehrwert zu schaffen, was dann auch adaptierbar ist. Wie, bin mir nicht ganz sicher, ob es einer von Ihnen beiden angesprochen hat, aber digitale Kompetenzen spielen da ja auch eine große Rolle. Sowohl, also Sie haben ja im Projekt ganz, ganz viele, im unternehmerischen Kontext nennt man sie auch Stakeholder, also ganz viele Personen, die ein Interesse haben, wenn das Projekt dann einmal fertig ist. Das sind ja zum einen die Städte und zum anderen natürlich auch die Bürger. Wie schaffen Sie es und ist das Teil des Projektes, diese digitalen Kompetenzen aufzubauen, zu schulen und weiterzugeben? Ja, unbedingt. Also das ist, ne, immer wieder, wenn wir von Datensouveränität und die Aufgaben von Digitalisierung in Städten reden, dann ist das auch eine konsequente Weiterentwicklung, die wir auch gerade bei uns im Business Management, also natürlich geht es auch um so Themen wie Wissenstransfer. Da bauen wir zum Beispiel gerade eine Akademie auf, Wissensakademie. Die funktioniert gerade erstmal oder sie wird nur erstmal projektintern funktionieren. Also das heißt, wir pilotieren sie, ne, ich sagte vorhin, Lean als kleines Format, erstmal projektintern, evaluieren regelmäßig und schauen uns an, was sind denn so Formate, die gut funktionieren und die eher nicht so gut funktionieren, was sind Themen, die gut ankamen und wo müssten wir eigentlich nochmal nachrüsten und diese Akademie dann nach außen zu öffnen und sozusagen auch eine größere Öffentlichkeit damit zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist es zum Beispiel in Leipzig so, dass wir schon parallel mit dieser Idee eines Digitalcampus verfolgen. Also das schon ein Zentrum oder wirklich auch einen realen Ort geben soll für Bürgerinnen, Datenkompetenzen zu erwerben, das auch mal so sichtbar zu machen. Ne? Da könnte eben so ein Bürgerinnenbeteiligungsprozess mit so einem Tisch zum Beispiel, mit so einem Datentisch stattfinden. Immer wieder die Übersetzung zu finden in die reale Welt zurück, in den tatsächlichen Mehrwert für die Bürgerinnen zurück, damit Digitalisierung eben kein HiFi-Projekt bleibt, das irgendwie für irgendwie einen kleinen Teil der Bevölkerung nachvollziehbar ist, sondern immer wieder geguckt wird, okay, was macht es, was ist der Mehrwert für euch, was könnt ihr lernen daraus? Und dieser Digitalcampus, von dem Sie gerade sprachen, ist der Teil des Projektes oder ist das auch nochmal unabhängig von der Stadt Leipzig ein Vorhaben? Der ist zum Teil des Projektes, wird aber auch unabhängig davon vorangetrieben. Wir wollen das Projekt hier nutzen, praktisch in diesen 5 Jahren diesen Schub bezüglich Daten und Kompetenz in der Technologie und auch in der Anwendung von Daten über Anwendungsfälle in der Stadtentwicklung, um diesen Campus zu etablieren und aufzubauen und praktisch diese verschiedenen Wissensschichten, die wir ja sozusagen anpassen müssen, sozusagen, was können wir so mit Bürgern zusammen machen, so eine Art Erfolgshochschule 2.0 bezüglich Daten und Datenkompetenzen, aber auch innerhalb der Verwaltung. Ne? Was muss Verwaltung kennen, wenn sie sich mit Daten beschäftigt, mit georeferenzierten Daten, statistischen Daten und so, was bedeutet es eigentlich, Datensilos aufzubrechen, Daten zu teilen und natürlich auch unsere Wissenschaftslandschaft hier nutzen, unsere verschiedenen Hochschulen, um praktisch auch auf dieser Ebene mit Studierenden gemeinsam was zu tun, auch außerhalb eines Stammcurriculums einer Hochschule. Sie sehen schon, der Digitalcampus, der ist in unserem Kopf, ist das der total schöne Ort, an dem das alles so von niederschwellig bis wissenschaftlich zusammenfließt. Ja, so, genau, so zu Zukunft denken, ne? Und das halt mit dem Bürger zusammen. Ja. In den verschiedensten Rollen, die ein Bürger haben kann hier in der Stadt. Genau, verschiedenste Kompetenzen, verschiedenste Rollen auf jeden Fall. Ich finde das klasse, also dass das nicht nur so ein theoretisches Konstrukt ist, was da irgendwo im Raum steht, ne? Weil wenn man davon spricht, von wir erheben Daten und dann gibt es das und das, dann klingt das ja auch erstmal. Aber wenn man dann erfährt, okay, es gibt da ein, ob da jetzt physisch oder virtuell ist ja erstmal zweitrangig, kommt ja auch auf die Vorkompetenzen an und auf die eigenen Interessen. Aber wenn es da einen Ort gibt, wo ich hingehen kann und dann kann ich mir das anschauen und kann das vielleicht auch mal wirklich
anfassen. Ne? Jetzt habe ich ein Display vor mir, was irgendwie holographisch dann auch noch die ganzen Sachen. Ich bin jetzt vielleicht, keine Ahnung, ob es das geben wird, aber so stelle ich mir ihren tollen Ort vor, dass ich mir das dann holographisch vielleicht ein bisschen anzeigen lassen kann. Aber das finde ich genau so sollte man das so eine Themen denken und dann weg von der reinen IT hin zu, der Bürger muss es auch bedienen. Und das haben wir ja auch im Unternehmen, ne? Wenn wir jetzt als Unternehmen ganz viel Digitalisierung von Geschäftsprozessen, dann ist es ja auch so, wir müssen versuchen, die Mitarbeitenden mitzunehmen und das den Mehrwert darzustellen, die Vorteile darzustellen und das Ganze anfassbar machen. Deswegen, ich finde das eine sehr schöne Strategie, ein sehr schön, sehr schönes Projekt, auch was, wo Sie da teilhaben dürfen. Na genau, also insbesondere was sozusagen Sensorik betrifft, so könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass so eine digitale Stadt ist, wird ja mit Tausenden von Sensoren bestückt sein, ne? Und teilweise sehen wir das ja, dass an bestimmten Laternenmasten oder wie auch immer bestimmte Systeme angebracht werden. Und ein Bürger wird das erstmal nicht verstehen, was das da ist, ne? Wird er jetzt hier überwacht oder wird hier was gemessen? Genau. Und es wäre gut, wenn man das erklären kann, was da passiert, ne? Und dass da was gemessen wird im Bereich Umwelt oder im Bereich Verkehrssteuerung und da auch bestimmte Prozesse zu verstehen und auch das Ausrollen von solchen Sensoriken da irgendwie zu erleichtern beziehungsweise auch zu animieren, dass der Bürger auch selber mit seinen Daten dazu beitragen kann, hier an bestimmten Modellen des Verkehrs oder im Klimabereich teilzuhaben und Daten zu teilen. Er selber auch Sensor ist, ne? Das muss man ihm ja vermitteln können. Auch die Ängste zu nehmen, ne? Diese also es ist ja auch einfach eine Wahnsinnszeit, in der wir leben. Also so die Pandemie, jetzt hat das ja nochmal beschleunigt, wenn ich nur an die Arbeitswelt denke, ne? Also wir erleben jetzt wirklich einen absolut disruptiven Wandel. Alles wird anders, ne? Wir arbeiten völlig anders als noch vor 2 Jahren und Digitalisierung ist eben noch für viele ein mit Fragezeichen besetztes Thema, das irgendwie so wahnsinnig viele komplizierte Sachen hat und man weiß gar nicht, überwachen die einen jetzt und so. Also ja, und das hat auch ganz viel mit Kompetenzen zu tun, ne? Also die Kompetenz zu haben, das auch einzuschätzen, und auch Städte haben da einfach einen Anteil dran, ne? Also wir haben ja auch eine Gemeinwohlfunktion. Um das eben aufzubauen und auch sozusagen alle miteinander ins nächste, sozusagen in die nächste Phase zu gehen und Zukunft zu gestalten. So. Genau. Das ist nochmal ein guter Punkt mit den Ängsten nehmen. Das ist sicherlich definitiv auch ein großer Aspekt, ne? Dann solche Projekte, die dazu beitragen. Ich meine, man muss ja auch nicht alles gut finden. Ich finde persönlich auch nicht alles gut, was in der digitalen Welt da draußen so rumschwirrt. Aber gerade wenn es Projekte sind, die von öffentlichen Händen oder öffentlichen Trägern durchgeführt werden, da kann man das ja noch am allerersten erklären und zeigen, wo gehen die Daten hin, was sind es für Daten, wer erhebt die Daten und so weiter und so fort. Und dann halt verständlich machen, okay, und was heißt denn Datenschutz auch in diesem Sinne und auch für mich privat, ne? Das sind ja alles Kompetenzen, die durch sowas auch geschult werden können. Das auf jeden Fall. Und weil Sie gerade sagten, Datenerhebung, sind diese Sensoren, die angebracht werden, die einzige Datenquelle oder welche werden für die Erhebung der Daten noch genutzt? Also Sensoren ist eine Quelle. Auf der anderen Seite haben wir als Stadt ganz viele Daten, ne? Also die sicherlich auch geschützt sind, aber in dem Bereich, wo wir hier arbeiten, Smart City, urbane Daten, dass ja eher so Daten sind, die so aus einem Kollektivverhalten von Mobilität betrifft und so weiter. Das sind so verhaltensgenerierte Daten über Energiedaten, über Mobilitätsdaten. Das sind Quellen, aus denen sich das speist. Also einmal Quellen unserer städtischen Unternehmen aus den Ämtern. Allerdings immer, und das sollte man immer betonen, ohne personenbezug. Ne? Das sind immer Daten, die über eine Grundgesamtheit gebildet sind und niemals sozusagen Daten, die auf Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen. Dann gibt es noch weitere Datenquellen, sicherlich aus dem Unternehmen, mit denen wollen wir auch Daten teilen und Daten auch aus der Wissenschaft, die dort anfallen und sinnvoll in den Anwendungsfällen geteilt werden können. Dann haben wir sehr viele Geodaten. Ne? Genau. Das sind so ein bisschen grob erklärt die großen Datentöpfe der Stadt. Ja, genau. Ja, und das Zusammenbringen ist ja das eigentlich Spannende
Also, naja, die Aufnahme wird natürlich auch das Spannende sein, aber das Zusammenbringen und dann daraus dann etwas zu machen, finde ich genau, also das sehr, sehr spannend. Die Sensordaten, das Spannende daran ist halt, dass man so nahezu in Echtzeit also sehr aktuelle Daten dadurch hat, ne? Also das andere sind ja eher so oftmals so statistische Daten oder so gesammelte Daten, Zeitreihen, Daten, Kartendaten, Befliegungsdaten und so weiter. Aber Sensordaten sind halt sehr, sehr aktuell. Und die Einbindung dieser Daten, das geschieht noch punktuell und das sollte halt in einem größeren Maße geschehen. Erst dann sind wir ja so ein bisschen auch eine Smart City, die halt praktisch auch steuerbar ist. Ja, stimmt, da haben Sie recht. Wo würden Sie sagen, steht das Projekt aktuell? Ich meine, die Frau Breitenstein hat schon gesagt, wir sind am Anfang, Sie sind am Anfang mit Ihrem Projekt. Was sind so die nächsten Schritte, die gegangen werden? Also wir sind ja im Projektjahr 1 von 5. Das heißt, eine der größten Herausforderungen war hier praktisch erstmal der Onboarding-Prozess. Also ganz viele neue Mitarbeiter gewinnen. Insgesamt sind wir ja über 50 Mitarbeiter. Das sind nicht alles neue, aber ein Großteil davon, das sind schon neue. Das heißt auch mal über alle Maßnahmenbereiche auch ein Baseline zu ziehen. Also wo stehen wir gerade in der Ist-Situation? Was sind unsere Zielbilder? Da haben wir auch sehr viel und werden auch noch sehr viel Energie reinsetzen, praktisch unsere Zielbilder zu schärfen bezüglich dem, was wir in den einzelnen Maßnahmen tun wollen. Das heißt, die Anwendungsfälle durchdeklinieren und definieren und dann auch entsprechend auf die Straße bringen. Und im Bereich von der Technologie her, also dem, was ich vorhin als Maßnahme 1 beschrieben hatte, geht es auch darum, und das ist eine der nächsten Schritte hier, in den DIN-Prozess zu gehen, eine bestimmte Normung für den digitalen Zwilling aufzusetzen und für die Städte auch die entsprechenden IT-Architekturmodelle zu beschreiben. Das wird alles im nächsten Jahr passieren. Dann wollen wir da auch eine Datengovernanz aufsetzen. Auch das beginnt im nächsten Jahr. Dann die ersten Anwendungsfälle werden gerade mit den Fachhändlern entwickelt. Vielleicht kann man dann auch schon im nächsten Jahr dort was präsentieren und sehen in einem Demonstrator. Und so geht das weiter. Wissensmanagement baut sich ja gerade auf mit den verschiedenen Akademien, die den Schulungsbedarf befriedigen sollen innerhalb des Projektes. Genau, das steht so ein bisschen für Ende dieses Jahres. Das ist ja schon bald und Anfang nächsten Jahres an. Genau. Stimmt, ja. Wir haben schon fast Dezember, ne, wenn der Podcast rauskommt. Ja. Dann wollen wir natürlich auch unsere Kommunikation stärken, also noch viel stärker. Man findet uns noch nicht so richtig in der Öffentlichkeit. Das ist für ein Eisbrecherprojekt, das Standards setzen will, ist das eine Schwachstelle. Das heißt, wir müssen noch stärker in der Kommunikation werden, uns dann auch auf Tagungen sehen lassen und den Zwillingen halt einfach vorstellen und unsere Lösungsansätze oder in die Diskussion gehen zu Lösungsansätzen. Ja, das ist definitiv wichtig. Was würden Sie zwei persönlich was wünschen Sie sich vom Projekt? Wenn Sie sagen, heute in 2,5 oder 2 Jahren, was wünschen Sie sich, was dann da ist und wie das Projekt dasteht? Vielleicht beginnen wir mal mit dem Herrn Möbfort, diesmal die. Ja, einerseits würde ich sagen, also dass man davon weiß und redet, dass man sagt, wenn es um den sozusagen Stadtentwicklungszwilling geht, also den Zwilling, um Städte besser zu machen und zu simulieren, dass man da von diesem Projekt redet, von den drei Städten Hamburg, München und Leipzig als diejenigen, die diese Standards gesetzt haben, damit Städte digitale Zwillinge aufbauen können. Was weiß ich, so ähnlich wie man das bei der Industrie halt mit bestimmten Firmen verbindet, dass man das mit diesen drei Städten verbindet, dass wir als drei Städte zusammengewachsen sind und dort auch uns immer noch gut verstehen nach den 5 Jahren und vor allen Dingen, dass wir unser Wissen geteilt haben. Dass wir halt eine wirklich große, und da würde ich dann an die Elisabeth übergeben, dass wir halt eine große Community aufgebaut haben, die urbane Daten und Zwillinge bewirtschaften kann. Und das finde ich auch, also diesen Community-Gedanken, den finde ich zum Beispiel für mich als Wissensmanagerin absolut zentral, weil uns so eine Community ist nicht nur dafür da, uns zuzuklatschen dafür, was wir machen oder ab und zu mal zu sagen, super, sondern ich finde, so eine Community hat die zentrale Aufgabe, so eine Nachhaltigkeit zu generieren auf der einen Seite und aber trotzdem eine Aktualität. Was bringt es uns, wenn wir 2025 einen Zwilling entwickelt haben in der Vorstellung von vor 4 Jahren? Und 2025 ist das aber eine Steinzeit-Idee von einem digitalen Zwilling, so, ne? Sondern im Grunde ist das, was ich meinte, das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, dass wir in
iterativen Prozessen immer wieder fragen, ja, aber ist das jetzt noch so, ist das noch aktuell? Und so eine Community und auch dieser Wissenstransfer, den ich als Kreislauf verstehe, der ist zentral dafür, dass dieses Projekt aktuell und nachhaltig ist und tatsächlich auch, also wir eine Zukunft denken können. Ne? Das ist ja auch eine Herausforderung, so das zu machen. Und das ist auch, ich glaube, eine zentrale Herausforderung von uns im Wissensmanagement. Und mein größter Wunsch ist, dass es eben gemeinwohlorientiert ist. Also, dass wir das nicht zum Selbstzweck machen, um es irgendwie dann abzuschließen, sondern danach sagen, wow, wir haben wirklich verständlich gemacht, was so ein Zwilling eigentlich, was das leisten kann für eine Stadt wie, also, dass das ein wirklicher Mehrwert ist und auch viele, viele andere Städte begreifen, ja, fantastisch. Damit können wir unsere komplexe urbane Realität abbilden und auch Lösungen finden, auch für ganz, ganz, also ganz praktische städtische Fragen. So. Ja. Und dass es ein selbstverständliches Tool ist, wie wir heute sozusagen einen Locher in der Verwaltung einsetzen, so dass wir den digitalen Zwilling einsetzen in der Verwaltung, um zusammenzuarbeiten. Das finde ich ein schönes Bild. Vielen Dank dafür. Naja, aber ich denke auch, dass solche Projekte, wir haben viel über digitale Kompetenzen gesprochen, dass das dann auch wirklich dazu beitragen kann, da auch die Lücke, die wir in Deutschland noch leider haben, dass da Ängste sind, dass da auch Kompetenzen fehlen, was das Digitale angeht, dass sowas auch dazu beitragen kann, das eben zu schließen. Das würde ich mir auch noch wünschen, wenn Sie das schaffen mit Ihrem Projekt. Denn das hilft auch, muss man ehrlich sagen, auch Firmen wie uns, ne? Wenn die Personen, wenn die Menschen besser verstehen, was dahinter steht, dann können wir auch ganz anders ansetzen in unserer Beratung zum Beispiel. Das ist toll, auf jeden Fall. Wir sind, ich gucke auf die Zeit, schon ein bisschen am Schluss angekommen. Gibt es von Ihrer Seite noch Punkte, wo Sie sagen, da könnten wir noch, das könnten wir noch erwähnen, da könnten wir noch darüber sprechen. Haben wir vielleicht auch was vergessen aus Ihrer Sicht? Ich vermute was nicht. Was Zentrales, ne? Wir sind jetzt zwei Stimmen aus Leipzig. So, ne? Also so, das ist schon, also die Besonderheit sind diese drei Städte und die sich da auch aufmachen, über so, also auch das gemeinsam zu machen. Das war nochmal die Teambotschaft, genau. Ja, praktisch, ja, genau, dieses Projekt lebt nicht nur von einzelnen Personen, sondern es lebt halt vom Team, auch von der Unterschiedlichkeit des Teams, von Münchner Eigenarten, von Hamburger Eigenarten, vom Leipziger allerlei oder wie auch immer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn Bedarf besteht und wir dann auch vielleicht im Sinne des Podcasts dann auch nochmal eine Fortsetzung mit den anderen beiden Städten. Da würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn wir dann die Schwerpunkte, die jeweils in den Städten sind, vielleicht auch nochmal behandeln können. Da können wir ja im Nachgang nochmal drüber sprechen, beziehungsweise vielleicht können Sie auch einen Kontakt herstellen. Das wäre natürlich toll. Ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für das sehr, sehr sympathische und sehr aufgeschlossene und vor allen Dingen sehr informative Gespräch über die digitalen Zwillinge, was es damit auf sich hat und was es vor allen Dingen auch bedeutet in einem Städteverbund, in einem Projekt mit drei großen Städten, da einen Wissenstransfer, also eine Kommunikation erstmal herzustellen und dann den Wissenstransfer nicht nur in die drei Städte, sondern auch darüber hinaus sicherzustellen und transferieren und was es eben bedeutet, moderne Bürgerbeteiligung unter Zuhilfenahme von digitalen Techniken, digitalen Daten da eben aufbauen zu können. Also vielen lieben Dank von meiner Seite für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut. Aber vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern, sehr gern. Wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal andere Gesprächspartner, die jetzt nicht nur aus Unternehmen kommen, sondern eben auch von Städte und Stadtentwicklung und Digitalisierung mit Ihnen zu sprechen. Danke dafür. Und ansonsten, genau, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war ReTalk, der Podcast von Real Experts. Und wir hatten heute, oder ich hatte heute das Vergnügen, mit Elisabeth Breitenstein und Mirko Mühlpfort von der Stadt Leipzig über das CAD-Projekt sprechen zu dürfen. Also nochmal vielen Dank und alles Gute für Sie. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss, danke.